Okay. Okay. Ciao. Ja, hoffentlich. Ja, alles klar. Let's go. Okay. Letzte, fertig, los. Los. Okay. Let's go. Packen wir es, oder? Also, geh voran. Let's go. Die Liste brauche ich gar nicht. Nee, die brauchst du nicht. Du weißt ja schon mal. Jetzt gehen wir in K&L. Okay. Und wir schauen jetzt Trachtenmode an. Okay. Wo ist Trachtenmode? Ja, genau. Franz, du darfst meine Tasche sagen. Also die gefällt mir ganz gut, aber die ist in beige, also so in blau. Schauen wir mal, ob die meine Größe gibt. Ja. Schauen wir mal. Seht ihr? Spiegel. Ja, keine Panik jetzt. Ist das nicht zu groß, meinst du? Du musst ja schauen, was willst du drunter haben. Ich meine, wenn das für das Weichstreifenfest ist, dann hast du Bluse oder irgendwas sowas, oder? Ich habe an Hemd eher gedacht. Tailliert. Das ist nichts tailliert, schau Franz, aber da gibt es Kapuze, also das ist quasi modern. Und wenn kalt ist oder keine Ahnung was, okay. Unwetter, dann kann ich mir dann Kapuze aufsetzen. Da ist hinten noch so ein Hirsch drauf, ja. Ein Hirschgeweih. Also ich finde es eigentlich ganz gut, muss ich sagen, ja. Also, ganz kleiner, 36. Habe ich in der 9. Klasse gehabt. Ja. Die ist elegant, sportlich, modern. Und das ist für mich so mit Kapuze, das ist so wie Tradition und Moderne gemischt. Und das ist eher so Tradition und das war's. Obwohl Blau steht ja mir. Also ich will dann so eine Jacke, aber nur in Blau. Ja, das ist optimal. Jetzt bräuchte ich die Beratung eigentlich doch, weil ich wollte fragen, ob Trachtenhemd oder sowas in diese Richtung hier gibt. Danke, Franz. Schön. Der ist halt geduldig, der kann mich aufhalten. Okay. Damit traut sich nicht. Über die Kamera. Die hier, das habe ich nicht gesehen. Aber das schaut schlecht aus mit den Größen. Ja. Das sind nur noch große Größen. Ja, das ist zu groß. Leider. Okay. Da habe ich noch eine schöne weiße. Ja, weiße habe ich schon angeschaut. Das ist mehr zu traditionell. Moderne Tracht ist das Motto, gell? Ja, na, nicht so, aber man könnte so interpretieren, genau. Okay. Und die Jacke habe ich ausgewählt, weil da eben Kapuze ist, also genau. Das ist halt modern. Schaut ein wenig lässiger aus. Genau. Und deswegen möchte ich ein Hemd, also nicht Bluse. Eher Hemd. Ja. Okay, dann schaue ich weiter. Also wir schauen zu den Herren hoch. Ja, genau, das kleine ist Größe. Okay. Da habe ich ganz viele Hemden. Super Idee. Hallo. Geht wegen schneller, ne? Was ist noch da? Da ist das Foto. Ja, da ist auch Foto. Ja, das kann ich nicht. Welche Richtung? Hier, von der Farbe her. Von der Farbe her. Blau, rot. Dieses Welt jetzt das mir gefällt nicht. Die müssen wir anprobieren. Das ist nichts. Das ist aber alles sehr breit, ne? Ja. Da hätte ich eine S. Könnte ich noch reinpassen. Aber diese Farbe ist was? Nicht so, oder? Ja, nicht so der Renner. Das ist es, ja. Schauen wir mal hier. Das wäre auch kleiner vom Karo her. Ein bisschen feiner. Ein bisschen femininer. Ja, aber du bist schon dabei, oder? So mit Nieten oder so? Das sind Kinder, aber da können wir auch sagen. Das ist egal. 170, 170. Meine Frau ist das größte Kind. Das ist ein Kompliment, nehmen wir noch. Das ist eine 170. Ja. Ich glaube, das schaut auch ein bisschen besser aus von der Taille, ne? Ja, aber grün gefällt mir auch. Ja, dieses sagen. Grün schaut nicht schlecht aus. Und da ist auch so eine Stickgeschichte. Okay, ich mal an. Schau mal schnell her. Was gibt's da? Ja, so grün. Ich stehe ja, auch so grün. Habe ich nicht. Leider. Was? Ja, wir leider nicht. zum Glück. Ich berichte dann. Also, das ist Kindergröße 164. Ja. Ich bin noch kleiner eigentlich. Ich bin nur 1,60 Meter. Jetzt schauen wir. Jetzt probier's mal mit der Jacke an. Wo ist die Jacke? Oder?
kann mir was bringen. Kann sie auch da kriechen oder was? Wir müssten bloß wieder runter oder ich renn schnell runter und bring einfach mal was. Ja, so richtig sitzen tut es nicht. Ja. Also sie tragen es dann, wie gesagt, offen. Ja. Und die wenn es nicht klappt, rufst du mich. Nee, das ist doch zu klein, Franz. Kommst nicht raus. Danke. Dankeschön. Das ist einfach Teamwork hier. Kaffee drin. Ja, ja, auf jeden Fall. Schau. Aua! Salut, Mika. Ist das zu schnell? Das schaut besser aus, oder? Ja, viel besser. Passt optimal. Versuch Nummer 3, ne? Ist am besten. Sieht gut aus. Ja, siehst du, oder? Gesucht hat. Ja, top. Einwandfrei. So kenne ich dich. Ja, aber das ist typisch ich, ja? Typisch du, ja? Das soll ja so sein. Ja, Moment. Mach mal einen. Nee, das steht dir gut. Ehrlich. Okay. Und ich möchte ja noch einen neuen BH wahrscheinlich aussuchen. Aber von Tracht, jetzt muss nichts mehr. Nee. Jetzt gehen wir in Moderne rein. Genau. Und? So, was sagen Sie? Vor allem der Ausputz, ja. Der passt jetzt so toll zur Jacke, von der Farbe her auch. Okay. Also. Drehen? Ja, auch super. Okay. Hauptsache dir gefällt's, ja. Hast du auf den Preis auch mal geschaut, oder? Ja, 20 Euro. Also ja? Das ist die Jacke ist bei 119. Okay, da ja, gibt's mir noch 120. Prozente, oder? Komm mal. Nee? Sogar 16 Euro. Ah, wir sind im Kinderabteilung, 16 Euro. Ja, schön. Okay. Okay, das muss ich sehen. Also dann. Gut. Bist also vielen Dank für die ich schöne Beratung. Ich gehe gleich mit. Wir müssen Dankeschön. Nur noch bezahlen. 135,98. Okay. 13 Stück. 13 Stück, oder? Okay. 2. Okay. Wunderbar. Also vielen Dank nochmal, ja. Ich sage euch viel Erfolg. Danke, super war's. Perfekt. Ich sage auch danke. Wenn nicht so, du hast noch Zeit. Heute ist wie Samstag, oder? Oh, toll. Schon vergessen, oder? Was für ein Tag? Ja. Das ist ja eigentlich Mittwoch. Sei relaxed. So, achso, hier sind wir schon. Ja. Aha. Hallo. Hallo, grüß Gott. Oh, wir suchen nach. Wir wollten eine freundliche Beratung, oder? Ja, genau. So. Hallo. Hallo. Wir suchen nach Jeans. Ja, und ich habe zwar schon was gekauft. Willst du was zeigen, oder? Wir waren schon unterwegs. Genau. Die schon. Das ist mein Hemd. Okay. Das ist meine Jacke. Also ich habe schon Hemd und Jacke. Und dazu habe ich gedacht, möchte ich so eine Jeans haben. Okay. Aber das ist doch Kurzversion, oder? Nee, es geht also bis hier so. Ja. Aha. Das geht bis zu Füßen quasi, oder? Die müssen Sie ein bisschen abprobieren. Okay. Puppe hat Scheren, dann können Sie das auch sehen. Aha. Die erste. Die erste? Ja. Die ja, das geht aber auch nicht bis zu Fersen quasi. Aber anprobieren könnte ich schon, oder Franz? Aber die eher wahrscheinlich, oder? Passt das von Style her? Die würde ich nicht. Normale Länge ist es nicht, oder? Schaut ja aus wie ihr Wohnzimmer hier. Fast besser. Kalisch? Ich habe noch was gefunden jetzt. Okay. Ja, soll ich es dir reingeben? Warte mal. Oder kommst du erst raus, oder? Hier kann ich aufhängen. Also schau mal, also es ist meins, oder? Ja, super. Sieht perfekt aus. Blumenkind halt. Oder? Ja. Nehmen Sie mich als Model? Das schaut aber gut aus, oder? Alternativen? Aha. Schau her. Aha. Ist zwar sehr ähnlich, aber... Und die ist lang noch, oder? Genau. Schau mal her. Warte, sollen wir nicht das... soll ich nicht mit mich umziehen? Doch, das musst du sowieso dann. Okay, einen Moment bitte. Super. Super, oder?
20? Ja, das passt. Und dann habe ich mir gedacht, noch heichelst das, oder? Ja, genau. Und dann bin ich doch Modelkonto. Und schaut doch gut aus, oder? Ja. Franz? Vor allem, dass ich mit dem Blumen, dass jetzt so schön werden. Ja, genau. Und diese Bestickte, oder? Ah, was ist das für Größe? Das ist auch S. Und tschüss. Ja, die andere gefällt mir aber besser. Ja. 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 Also ja! Ist stylisch. Ist das nochmal eins? Ist das nochmal eins? Nein. Und? Ja. Was baut innen dann von der Tasche hin, passt zur Hose dazu, zu den bunten Sachen. Perfekt. Okay. Und ich schaue nicht so gut aus. Super. Tolle Gürtel noch dazu und Schuhe. Ja. Diesmal Nummer 2 an. So schnell noch mal nicht sein, du darfst den Vorhang zumachen. Schnelle. Was soll ich jetzt sagen? Ich kann auch nichts dafür, dass sie so schnell ist, oder? Aber so kenne ich sie halt. Ja. Nee, jetzt die Kamera ist die ganze Zeit auf meinem Gesicht. Ich weiß nicht, was der will. Du sollst das als Übung nehmen. Ja. Weil nämlich wir machen dann irgendwann bei. Okay, jetzt muss ich ganz laut sprechen. Dann bezahlen, oder? Wie viel muss ich denn da haben? 59,99. 59. Wie viel brauche ich jetzt? 59,99. Ja, aber. Ja. Das ist ein Glücksfilm. Ein Glücksfilm. Nächster. Geht hier noch rein? Ja, okay, super. Und eins für den Kameramann, zur Bestechung. Das ganze Team. Und fürs Team noch. Großes Team ja. Hier. Und gibt es ja noch welche im Büro? Okay, danke. So, wir haben es dann schon. Und los geht's. Wohin jetzt eigentlich? Ciao. Wie ist der Plan? Also, Franz, meinst du jetzt, wir schauen Schuhe, oder? Und Wäsche. Wir machen so, wir gehen jetzt Reichstraße hoch. Gürtel brauchst du unbedingt für die Hose. Ja, wir gehen jetzt hoch und schauen Schuhbraun kurz. Ja. Dann gehen wir zu Haus der Wäsche. Dann gehen wir auf andere Seite und gehen noch zu Bärenbräuter, da gibt es auch Schuhe. Gürtel auch, oder? Auch Bärenbräuter, oder? Wahrscheinlich. Also gehen wir los. Wir schauen halt in jedem Geschäft. Schauen wir mal. Hallo. 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 Hi. Hallo. Hallo. Servus. Wir suchen jetzt schon die Schuhe. Also auch die Frauen. Ist so gut. Ja. Zeigen wir. Ja. Eigentlich am besten gleich Outfit anziehen. Okay, genau. Also kleine Größen wie 37. Ich wünsche mir High Heels, glaube ich. Also okay, ich will was mit Absatz haben. Okay, cool. Ich steig mal ein. Wahrscheinlich was Farbiges. Nicht, dass meine Mitstreitenden finden das too much. Für mich ist es nicht too bad. Und jetzt will ich was eher Modernes. Also weil Tracht habe ich jetzt Tracht genügend. Ist ja jetzt genug. Ja, nee, genau. Da ich jetzt nicht müssen rein. Wir mal schauen. Zu klein. Geht's nicht von der Größe oh, her? Oh Gott, das ist schön, sieht oder? Sieht super aus, ja. Boah. Die nehmen wir auch. Aber wie soll, ich da, laufen, ne? Super. Mutter von zwei Kindern da. Mutter von zwei Kindern. 36, oder? Okay. Also, boah, die sind aber mir ganz. Muss sie neidrucken. Das ist ja richtig cool, ja. Nicht much, ja. Weil die Frauen sind da. Nee, wo ist der zweite? Keine Männer bewerten mich, sondern Frauen. Ich komme einfach mit. Das ist ja das. Ja, unbedingt. Ja, und die Mannschaft nehmen wir auch noch mit zum Bewerten. Ja, schau, oder? Ja, genau. Oh, die sind auch schön, ja. Das wäre jetzt immer noch eine andere Richtung. Ja. Finde ich auch total modern mit der Haferlasche. Das ist halt jetzt noch verrückter mit dem ausgestellten Absatz. Darf ich meinen Schuhlöffel haben, bitte? So, jetzt müssen wir da noch etwas mitziehen. Jetzt drei hat man noch. Aber das ist meinst du nicht, dass sich das sticht mit deinen Händchen da?
Aber das ist jetzt ein bisschen anderer Ton. Ja. Aber der, das ist aber in der Hose. Genau, okay? So muss es sein. So, so muss es sein, die Männer gehen sie wieder. Jetzt. Ja, du bist aber jetzt so groß geworden. Das macht dir nichts. Ich will ja Topmodel werden. Ja, so. Andere Seite bitte, einmal rumdrehen. Dankeschön. Ja. Und wahrscheinlich werden ein bisschen größer, oder? Die werden ein bisschen größer. Nichts anderes, aber wie immer. Die sind auch größer im Preis, oder wie? No. Nee, die gehen. 50 Euro. 50 sind ein Geschenk. Ich hab die anderen wären 70, also ja, wären wir die anderen schon lieber. Das muss noch weg. Muss noch weg. Also rote Wäsche unbedingt drunter. Ja. Noch rote Wäsche noch runter. Ja, also sind ja geil. Auflassen, Herrschaft. Schaut ja aus wie orthopädisch. Ja, mich bewerten ja nicht die Männer, sondern die Frauen. Ja, die werden dann neidisch und dann nein, geben sie mir 7 Punkte. Rote Wäsche drunter. Also die Schuhe, hm? Also die Schuhe sind ja Knaller, muss ich sagen. Ja, genau. Also, wunderbar. Ja, also geht. Das würde halt zu dir. Ach, warte, die Brosche nehmen. Warte mal, wo ist die Jacke? Warte mal. Ich muss ja noch Treppen runter, noch gehen. Trululu. Gibt's da eine Tasche? Schaut. Mit der Nase drin, ja. Das tun aber davon da. Und mit Grau. Das habe ich mir. Wir von der CED veranstalten. Ich habe mir überlegt, dass ich das als Brosche nehme oder sowas an meine Jacke. Oh ja, weil meine Jacke. Wir müssen noch mal wegen dieser Wängen, die brauchen noch weil einen. Meine Jacke ist ein bisschen langweilig. Ja, ja, das wäre cool. Und genau. Dann, ich würde sowieso Brosche hinmachen oder sowas. Cool, ja. Moment. Was Besseres oder ja, ich finde dann. Das passt gut dazu und zu dieser Hose nicht und zu dem Look. Super. Warte aufs Ergebnis, so schaut es tausendmal besser aus. Super, ja. Super. Ich hätte die Hosen. Ja. Jetzt zur Nummer, schaut es aus wie so eine Windelhose. Ja. Ja, das ist die gewohnte, ja. Die muss ja immer die Windeln wechseln. Ja. Na, also. So, jetzt schaut es super aus, perfekt. Okay. So. Und das so rum, das ist die Schärfe ist schon gut. Bist du zufrieden? Ja. In der Zeit sind wir ja auch, das ist ja Wahnsinn. Ja, du schaffst allein zwei. Ja, okay. Jetzt nur genau 3 Stunden. Ja. Wahnsinn. Ey, der Friseur braucht schon wen. So machen wir das, oder? Ich finde, das ist, das macht die Hosen noch ein wenig rassiger. Und von den Schuhen sprichst du gar nicht mehr, Verena. Ja, hast du dich schon dran gewöhnt? Ja, ich muss und sagen, einen Fuß vor den anderen. Ja, sehr gut. Ja, genau so. Okay, ja, genau. Ja, genau so. Die läuft schon perfekt, genau. Ja. Mit der Jacke. Ja. Oder weil die braucht ihr ja jetzt vielleicht. Wir brauchen jetzt gar nicht. In 3 Minuten nehmen wir das jetzt nicht hin. Nee. Optimal. Ein Ding, eine Sicherheitsnorm. Hab ich nicht. Hab ich schon gesucht. Doch, jetzt. Unten im Keller. Im Keller? Ja. Das ist doch der. Wo du immer dein Handtuch festmachen. Ja. Müssen wir, das müssen wir jetzt nur feststecken, dass wir genau den Punkt haben. Weil wenn das am Fusen baumelt, wenn schaut das doof aus. Wenn wir das machen, das ist super natürlich. Boah, die ist ja riesig. Was ist das? Ja, die bleibt ja da. Ja? Die bleibt da. Können wir das ist mein Mann, sein Badehandtuch halten. Ja, das nee, du soll jetzt in Gold sein und das passt mir nicht. Nein, das nehmen wir natürlich. Das ist ja voll das Highlight. Ich weiß jetzt, so das ist aber cool, schau. Oder wolltest du es gleich so lassen? Ja. Schau, Franz. Okay. Kannst du bitte vor Franz vorsichtig also da beim Spiegel stehen? Nee, wir lassen es schon hinlegen. Ja, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Irgend jetzt aber schon. Ich ja, schon recht. Nee, mir gefällt es nicht. Okay. Gib mir mal eine Schere, ich habe noch eine andere Idee. Genau, wir schneiden das ab und machen sie ins Haar rein. Ja, wenn, dann müssen wir schon alles verwerten. Ja, genau. Da können wir nicht so Einzelstücke. Ich habe mir schon so Fleckfrisur gedacht. Du hast jetzt so ein Band außen drum, weißt du? Oh. Ja, Band war es schon bei Gisela. Kette uns. Kette noch. Das ist ja ökonomisch. Eine Feder. So magst du das, ja super. Jetzt du halt nicht so wackeln, Herrschaft. Wackel halt nicht. Die wackelt dominant wie auf dem Kühlschrank. Ah, cool, super. Ha? Mega. Ja. Super. Okay. Nein, die Frau Bernweiler, was die wieder alles weiß. Es ist der Hammer. Super, ne? Okay. Ach, Franz. Jetzt bin ich ja dann so haben Frauenrot. So, kannst du ja, das müssen wir jetzt halt immer genau ein wenig schämen. Perfekt. Ha? Genau. Also das Freistraßenfest und dann Oktoberfest. Rote Wäsche, okay. Gell? Also rote Wäsche brauchen wir. Oh Gott, Franz. Kannst du doch aushalten. Ja.
Okay. Genau, oder? Genau. Gut, jetzt muss ich mich mal umziehen. Unterwegs. 95, wie viel brauchen wir jetzt da? Wir brauchen 10, oder? Wir brauchen 10. Und den Rest kriege ich raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Jawohl. Okay. Perfekt. 100 Euro. Wie viel gibt es noch drin? Keine Ahnung. Ich sag dir frühzeitig Bescheid. Ja, für Wäsche, ob ich für Wäsche noch und für... Okay, was noch übrig bleibt, wir haben noch ein paar Euros auch. Und sollte passen. Am wichtigsten ist, dass das Outfit jetzt schon passt. Haar und Make-up habe ich mir gedacht, 50 Euro. Ja. Mehr gebe ich ja nicht aus. Und ich habe Termin ja um 16 Uhr, nicht vergessen, aber wir haben ja noch 2 Stunden Zeit. Ne? Zeit haben wir genügend. Ja. Geld geht uns jetzt aus. Okay, da gehen wir rein. Okay. Okay. Also, machen wir erstmal einen Hasenstutz hier. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Wie soll das sein? Also wir haben knallrote Schuhe, dann brauchen wir auch ein Hemd dazu. Ich habe so ein Trachtenhemd und Frau Bernreuther hat gemeint, ich soll das ein bisschen aufmachen, dass da ein bisschen rot rauskommt. Ja, gute Idee. Oder ich habe sowas. So pink? Ja. Ja. So Koral oder ich weiß nicht, was das ist für Farbe. Und die Größe soll ich... Ja, 80D. 80D? Ja, schauen wir mal schnell. Nee, Spitze geht schon immer. Also aber nicht, dass es noch größer ist. Nein, das ist ja ganz dünne oder? Schale. Okay. Einfach dann schnell rein. Okay, alles klar. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Genügend 3 Stunden. Okay, wunderbar. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also wir haben noch 25 Donauwörth der 10er, Palina. 250 und dann habe ich noch 5 Euro. Wunderbar. Und da habe ich noch Kleingeld. Da habe ich auch noch 4 Euro. Wunderbar. Palina, das passt. Das ist, glaube ich, besser. Okay, wir machen wieder zu. Schauen wir mal. Aber was ich gesehen habe, ist super. Passt. Okay, jetzt probieren wir mal den an. Vielleicht nehmen wir dann auch noch kleiner. Ja, ich bin ein bisschen so. Ja, doch, schon so. Pink hier auch rein, gell? Ja. Aber willst du, dass ich so auf den Reichstraßen festschätze? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Natürlich. Mit Spitze raus, oder? Ja, von den Auftritt und dann schnell nach Hause. Ja, genau. Und wie ist es zu dem Hemd? Ja, das weiß ich jetzt eben nicht, weil muss das jetzt quasi größer. Ja, klar, man sieht und das jetzt. Jetzt kommt das jetzt. Das. Hm, wo soll ich denn auch? Müssen wir noch einen Knopf reingehen. Gut. Jetzt, der hebt okay. Die Brust natürlich jetzt nach oben. Oh. Oh, okay. Das ist ein klassischer Dirndl. Nicht, dass ich ersticke. Okay. Einmal. Ja, diesen BH kaufe ich dann morgen. Vielleicht geht ja beides. Was fehlt denn noch? Den kann ich ja gleich mitnehmen, oder? Nee, geht. Ah, ja, genau, du kannst. Du kannst ja gleich mitnehmen. Genau. Nee, Geld haben wir nicht so viel, glaube ich. Da muss ich ja noch Tasche kaufen. Und Schmuck noch. Das ist noch nicht. Was darf die Tasche kosten? Die Tasche soll eigentlich am teuersten sein. Ja? Okay, wir haben noch 250. Wo geht's da dahin? Jetzt spannend. Tagbar waren wir jetzt schon. Ich weiß nicht, das ist. Woha hat viele Taschen. Woha können wir noch schauen? Sie sind wie zu klein, glaube ich. Da waren wir schon. Ja. Da war nichts dabei, was ich schaue. So, wie schaut's aus? Ich glaube, wir brauchen nochmal größer. Und den habe ich nicht in Rot. Mhm. Mist. Ja, man braucht auch nicht in Rot. Warum sollte ich in Rot? Weil ich habe mich jetzt entschieden, ich mache doch nicht auf. Dann ist es pornografisch. Jetzt warte mal ganz kurz. Zieh es nochmal an und schauen wir es uns nochmal an. Das ist ja auch Mädchenhemd, also wir haben kein Trachtenhemd. Aber gefunden. Das ist gut. Das ist den oberen würde ich nicht zumachen. So, ja klar.
Komm mal raus. Mal sehen. Die Frauen. Nee, so passt's, ja. So passt, ja. Nee, so du sitzt ja nicht in Jury, du. Nee, so ist gut. Kamera, sag ja, ja oder ja. Nein. Ja, okay. Das ist aber auch männliche Person da hinten. Kamera, Frau, was sagt ihr? Ja, wenn ich das muss ja auch zur Kette kommen, deine Kette muss ein bisschen gerade sein. So, ja, passt. Und das ist gar nicht schlimm. Ja. Und so vom Ausschnitt her ist es ja, nicht okay. Gewagt. Genau. Aber jetzt probieren wir nochmal die ja? Größe. Weil er soll ja passen. Das springt quasi mit. Das ist cool. Okay. Ja, aber jetzt kommt mehr raus. Jetzt schaut aber mehr. Jetzt machst du halt richtig zu. Ja, machst du richtig zu. Das ist ja schon richtig. Nein, das ist wie vorhin auch. Ja? Ah, ich schaue ja von oben nach unten, oder? Ich sehe dann mehr, oder? Hier ist unten das eine Linie, wird weißt. Sonst macht es dir auch mehr auf. Das Ganze. Ja, ja, super, danke schön. Also ich bin zufrieden. Wir nehmen die Hand. Ja. Aus der Wäsche verlinken. Genau, zusammen. So. Ja, und ich habe genug Näht und es ist so. Ready? Ja. Das geht alles zurück. Was hast du? Hast du geschaut, oder? Ja. Dass es richtig ist. Ja, das ist das Richtige. Ja. Ja. Okay. Also, dann. 32, 50. 32. Also vier große Taler, oder? Eins. Zwei. Ich hab auch top, oder? Top, ja. Alles ja, top. Ja, du hast es. Was haben wir noch? Gummibärchen gibt's. Darf ich ein Kind? Wahrscheinlich für die Kinder. Ja. Obwohl, was für ein Kind, kauft Wäsche. So, 34. Ist ja das in die Haare. Musst mal gucken. Mhm. Okay. Das ist so ein Haarband. Mhm. Ja? Kriegst du von mir dazu? Super. Dann müssen ja, einfach mit dazu rein. Genau. Ja, vielleicht passt es. Ja, ist das super. Passt auch von der Farbe. Ja, passt. Nee, super. Super, vielen Dank. Bis später. Danke, ciao. Ja, ich habe auch noch. Viel Erfolg. Danke, danke. Okay, okay, let's go. Ciao. Ja, hat's geklappt. Oh, super, super. Jetzt habe ich Unikum, oder? Unbedingt. Schupfen wir mal schnell rein, dass es schnell hebt. Bitteschön. Ja. Und am Essen. Ja, so muss es sein. Dass die Platzierung stimmt. Ja. Supi ist das. Eins ja? Auch. Ja, das ist okay. Hm? Perfekt. Ja. Sehr schön. Gut. Jetzt habt ihr alles. Genau. Okay, hat super. Mit der Wäsche, oder? Mit der Wäsche hat geklappt. Ja, jetzt haben wir aber keinen Rücken in meine Größe, aber so ein Dindel-BH in weiß jetzt. Aber schaut gut aus. Ja, ja, und ja. Da kann man aufknüpfen und es schaut auch gut aus. Ja, ja, also dann passt es doch, oder? Ja. Genau, war nur ein guter Tipp, oder? Ja. Super. Vielen Dank nochmal. Ja. Bente. Ja. Tschüss. Also danke, dann freuen wir uns. Tschüss zusammen. Danke. Ciao. Ciao. Alles gut. Wie viele Tüten hast du ja schon? Ich habe einfach kannst du alles in eine Tüte rein? Nee, ich trage ganz viele Tüten, ja. Okay. Natürlich, dann sieht man, wie viel du eingekauft hast. Ich glaube, wir müssen ein bisschen warten jetzt. Ja. Ja, in Frankfurt gehen wir jetzt nicht mehr. Warte mal, wie viel ist der Termin? 16 erst. In einem Fall so. Summer Sale, nicht schlecht. Ich glaube, das sind die Taschen nicht aber dabei. Auf Picard wahrscheinlich ist es nie Summer Sale. Nein. Okay, schauen wir zuerst Taschen, ne? Schauen wir, wie viel Geld ich da rausschmeiße. Ja. Da hätten die anderen Schuhe dazu gepasst. Ja, genau. Das passt jetzt gar nicht. Aber ich will jetzt so keine rote Tasche, auf keinen Fall. Ja, ich will jetzt andere Farben. Du hast ja super gelbe hier, gibt es ja große. Also nochmal. Wir brauchen jetzt mal. Also nochmal rot ist mir too much auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt als erstes mal eine große, wie welche Farben ist das? Wenn ich meinen Sack dran. Sack. Nee, die Tasche hat es vorne auch gegeben, dieses Blau. Das passt nicht. Du musst jetzt schauen, welche Farben das es hier gibt. Und hier. So gelb so. So Senffarbe. So Senffarbe. Oh, super Tasche. Also die gefällt mir super toll, ne? Schauen wir auf den Preis.
das ist nämlich genau die Frage jetzt. Schau mal her. Gibt's keinen. Also, gibt's heute umsonst, dann nehmen wir mal die. Ja, 230? Ja. Das kann nicht teuer sein. Doch, doch, das ist das die genau Karte. Das, was wir noch haben. Genau. Das geht leider nicht. Gefällt Ihnen auch, oder? Das dürfen du spielen. Ah ja? Okay, schauen wir lustige, fröhliche, schöne. Tita, meint der Kameramann. Gibt's noch? Ah, gibt's auch in kleinen Preis, oder? Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen. 35 Euro. Oh, also, das liegt vollkommen im Budget. Ist das nicht schlecht? Es ist nicht schlecht, danke schön, Kameramann. Ein bisschen kleiner, aber jetzt habe ich was gemacht. Nicht schlecht, findest du, oder? Ich finde das eigentlich ganz gut. Ja? Ja. Was willst du jetzt machen? Willst du deine Klamotten anziehen? Oh, warte, Franz, Tommy, Hilfe, Gatschen. Ja, aber nochmal in Rot kann ich nicht mehr kaufen. Und 140 Euro. Achtung, Achtung. Aber das ist Tommy Hilfiger, ne? Franz? Weihnachten. Weihnachten. Silvester, Weihnachten. 2018. Oder? 140 Euro, das kann ich nicht 140. ausgeben. Ich habe eine Bürgerbeauftragte. Würde auch passen. Die habe ich dir doch gezeigt. Ja, aber die passt. Komm mal mit. Komm mal mit zum so richtig wow ist das nicht. So richtig wow ist das nicht. Hallo. Ja, grüß Gott. Wir brauchen schon Hilfe. Wir bräuchten eine Tasche, passend zu meinem Outfit. Outfit habe ich ja schon. Also das soll nichts mehr Rotes sein, weil ich habe schon Schuhe rot, ich habe schon mein Hemd in Rot und das ist Trachtenhemd und ich habe noch Trachtenjacke. Da ist Blau dabei und ich habe mir gedacht, eben in Blau Richtung. Und jetzt haben wir, wo ist die Tasche? Ah, ich habe sie in der Hand. Ich habe die eigentlich. Ja. Ist zwar ein bisschen eleganter. Schau mal, haben wir da was anderes? Was glaube ich ist? Ist das als eine Zeile? Nee, sowas nicht. Nee, das ist zu groß. Ja, die ist aber nicht schlecht. Die gefällt mir sehr gut. Ja? Meinen Sie das fast? Ja, farblich finde ich es ganz toll. Blau passt also ganz gut. Ich finde die zu elegant. Ja, die gefällt mir jetzt gar nicht mehr, muss ich sagen. Wir können es auch, wenn Sie es jetzt nicht umhängen, die erknapsen. Ja, zum Beispiel, ja, genau. Weil ich habe ja High Heels und ich weiß nicht. Aha, so geht's, ja. Also ja, genau, so mit. Ja, jetzt müsste ich fragen, wie viel die kostet, weil so viel Geld habe ich auch nicht. Nicht, dass das 200 Euro kostet. 54,95. Das geht. Super. Also, wir sind quasi fertig. Fertig? Ja. Jetzt muss ich nur noch Schmuck schauen, aber ansonsten. Finde ich ganz toll. Ja, ich finde auch. Und egal, dass die Schuhe so das sind, oder? Nee, das passt oben, haben Sie das blau auf, das passt so und zu Jeans auch. Und zu Jeans passt ja das, oder? Nee, die Tasche ist super. Ui, danke schön. Ja, bitteschön. Gut gemacht, perfekt. Eingriff. Mit Tasche habe ich schon Probleme. Was ist das für Firma? Das kennen wir. Fritzi aus Preußen. Aus Preußen? Preußen. Ja, das ist schön, ja unsere neu. Familie stammt aus Preußen. Das ist ja wunderbar. So muss es sein. Das kenne ich gar nicht. Sie können es aber nicht. Umgehen, ja, bitte zeigen Sie mir nochmal. Das ist tatsächlich so. Wir können es auch hier einhängen, ja. Multifunktional. Das ist das, was du liebst, ja, genau. Es ist trotzdem so ist perfekt. Aha. Ja. So, dann? Hm? Schaut es noch besser aus, dann, ja. Super. Aha, super. Und wenn ich ein bisschen mehr habe, dann kann ich das quasi auch machen. Genau. Ja. Eins. Ah, Transformer quasi, oder? Oh, cool, oder? Ja, absolut. Oh, cool. Vielen Dank, ja, super schön. Danke. Okay, in welche Richtung soll es gehen? Ich will eigentlich blaue Steine. Blaue Steine? Ja, wie viel Geld habe ich noch? Was kostet die Tasche jetzt? 50, mach mal ein Foto. Ich bin Verkäuferin. Ich weiß nicht.
frage auch mal Schmuck. Aha, okay. Ja. Was haben wir hier? Okay. Jetzt such dir erst was aus und ich sag dir dann, ob es passt. Ja, aber das sind keine Farbgesteine irgendwie, ne? Also, Silber trage ich ja nicht, nur Gold. Oder alles, was wie Gold ausschaut. Augen haben wir wieder, ist auch wieder Silber, haben wir jede Menge, das wäre sogar reduziert. Da unten hat man einen silbernen Ring mit Blau. Aha. Sehr genau. Das ist ein Ring mit Gold. Ja, dann muss ich halt umdenken und einfach Silber wollen. Hm? Ja, da ist doch Gold. Marina, oh. Hier, da hängt doch was. Ist doch gut. Die Kette. Ja, die Kette, aber wo sind die Ohrringe? Gibt's da keine dazu? Ich will ja die Ohrringe haben, Kette, Franz. Und achso, Kette hast du ja. Ich will eigentlich. Und es gibt als Ohrringe. So gut schaut es doch nicht aus. Ich finde dann von der Größe her. So was. Ja, Größe weiß auch nicht. Größe nicht, oder? Nee, also mir wäre das dann zu dominant. Zu dominant, oder? Ja, genau, das ganz Größe. Ja, ist schon. Das geht schon nicht schlecht aus. Aber das ist nicht schlecht, ne? Ah, da ist ja mit Blau und Schanze. Schau mal den an, der da hängt jetzt zum Beispiel. Die hängen der ja, da. Und die sind mit Blau und Gold. Ja, aber die Frau, die gute Frau meint, wir sollen was nicht hängende haben. Aber ich frage sie. Also ich würde schon hängende nehmen. Ja, Franz, aber 70 Euro die Ohrringe ja. Und 80 das. Euro Armband. Du hängst jetzt mit der Kette quasi, ja? Warte. Und ich soll wo? Ja, so jetzt. Ja. Na, jetzt, super. Hier ist der Spiegel. Schaut auch gut aus. Dann blitzt es eventuell. Okay. Ja? Ja. Was denn? Wohin machst du? Hier. Oder? Okay. Ja. 34, habe ich 34, bitte. Nein. Wenn ich dann für Lippenstift ja, zu viel ausgebe. Ja, dann schon. Dann hast du deine 34. Kannst du mir einfach die Summe nennen, dass ich noch habe? Nee. Habe ich dir doch gesagt, 25. Nein, ich will diese Summe nicht hören. Sag mir andere. Sag mir insgesamt. Oh, die glaubt mir nicht. So, die nehmen wir. Okay. Danke. Dann nehmen wir das alles zusammen. Gibt es eine Schere im Büro, wo man das alles weg? Schneiden kann die Zettel. Oh Gott. So viel jetzt. Ja, Wahnsinn. Ich bin bei Donnerwetter Fashions. Ah! Toll. Vielleicht geht das immer wieder. Ja, genau. Gell? Weil es ist dann immer noch mal anders. So. So. Das ist eine wunderschöne Lippenbar. Wunderbar. Ach, herzlich toll. Also einfach mal dranhalten, ja. Genau. Der ja, schaut doch toll aus. Ja. Ja? Hm? Hm? Ja? Okay, danke schön. Dann machen wir es. Ich zeige Ihnen. Mhm. Ja, die fällt mir gut, ja. Ja. Mhm. Gut. Ist das von Dior, oder? Das ist von Dior. Mhm. Danke. Ja, genau, die Jacke. Das ist super, vielen Dank. Gerne doch. Willkommen zu Ihnen nochmal. Das gefällt mir sehr. Dankeschön. Ja, Lippenstift nehme ich noch mit. Ja, genau. Okay. Dann viel Spaß. Gell? Bitte sehr. Danke. Ciao. Ach, super. Okay. Okay, laufen wir dahin, oder? Alles in der Tüte. Ja. Pass auf den Kopf drauf, okay? Ja. Macht mir auch. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Nein, das machen wir nicht. So. Warum? Das, so will ich das. So und so. Ja, für Reifstraßentest kriege ich selber so eine Frisur nicht. Da muss ich. Wird's kompliziert. Ich habe noch 60 Euro. Echt? Schaut! Okay, so deine letzten 30 Euro darfst du ausgeben. Dankeschön. Warte mal, okay. Dran. Und dann habe ich noch 30 Euro für den nächsten Termin. Also, ciao. Viel Erfolg.
darf man ja jetzt nicht mehr küssen mit. Entspannt angefangen, oder? Und das hat sich durch den ganzen Tag so auch gezogen. Ich muss sagen, das war ein spannender und ein erfolgreicher und super spaßmachiger Tag. Ich bin mit mir vollkommen zufrieden, weil vorher habe ich schon ein Bild im Kopf gemalt, wie ich ausschauen sollte am Ende. Und ich glaube, ich habe das geschafft, was ich mir vorgesetzt habe. Und das war mein Ziel. Und mit guter Strategie kommt man leichter, entspannter durch den Tag, glaube ich. Also das war für mich so. Und was mich noch sehr überrascht hat, ist die Beratung. Also in jedem Laden, egal wo wir waren, in Kaundel oder in Bernreuther oder in Top Parfümerie oder im Haus der Wäsche, alle waren super freundlich, super professionell und sie haben mir alle geholfen. Sie haben mir Ratschläge gegeben, die haben mir gesagt, was mir steht, was liegt jetzt. Und ja, und mein Mann war super Berater. Ja, wir waren sozusagen Fashion Dream Team, also empfinde ich so. Und mit dem Geld und mit der Zeit war auch alles wunderbar. Also es war locker, entspannt. Und ich bin so ein nervöser Mensch, aber an diesem Tag, ich habe einfach genossen, ich habe einfach Spaß gehabt. Weil wer hat noch so eine Möglichkeit, einfach 4 Stunden shoppen gehen und noch das bezahlt bekommen. Also das ist ja ein Traum. Und dieses Projekt war von vorne, ich habe mir gewünscht, dass ich an dem Projekt teilnehme und ich bin so zufrieden, dass ich bin doch so weit gekommen bin. Ja, und super toll. Und das Team ist natürlich auch, die sind auch mit uns überall durchgelaufen und die haben auch uns einfach Stimmung gemacht. Und ich bedanke mich dafür.